In den nächsten Tagen wird es richtig herbstlich bei uns. Es wird nicht nur grau, nass und teils windig, sondern es wird auch richtig, richtig kalt. Das bekommen wir vor allem am Samstag zu spüren. Hier auf der Karte sehen wir jetzt mal die Höchstwerte für den Freitag und anhand der Farben auch, ob die Temperaturen ungefähr zur Jahreszeit passen oder etwas zu warm oder zu kalt sind. Und hier sehen wir im Norden, da haben wir Temperaturen um die 15, 16 Grad. Das ist auch das, was dieser Jahreszeit etwa entspricht. Im Süden, da ist es ein paar Grad kälter. Das ist schon sehr, sehr kalt, besonders wenn man betrachtet, dass jetzt am Donnerstag noch um die 20 Grad im ganzen Land waren. Also es geht deutlich bergab mit den Temperaturen schon zum Freitag. Noch drastischer wird das Ganze dann zum Samstag. Da wird es richtig, richtig kalt im Süden und Osten. Da schaffen es die Temperaturen kaum noch über 10 Grad. Also es ist wirklich, wirklich kühl. Dazu auch richtig schön nass, kalt. Also bestes Wetter, um sich zu Hause gemütlich zu machen draußen. Da wird es auf jeden Fall frisch und nass und herbstlich und eher ungemütlich. Hier im Norden, da ist es noch etwas wärmer. Und ganz ähnlich geht es dann auch noch zum Sonntag weiter. Also da bleibt es im Norden eher warm, mild, im Süden ein ganzes Stück kühler. Die kälteste Nacht, die steht uns bevor von Samstag auf Sonntag. Da es in den Bergen auch recht viel schneit vorher, kühlt es sich das Ganze sehr stark ab. Es wird besonders rund um die Berge richtig, richtig kalt. In einigen Bergtälern auch teilweise auf minus 10 Grad herunter. In Garmisch-Partenkirchen haben wir auch immerhin minus 5 Grad laut den aktuellen Prognosen. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie genau sich die Wetterlage lokal entwickelt, ob es bewölkt ist oder nicht. Das macht einen Unterschied bei der Temperatur nachts. Aber auf jeden Fall sieht so aus, momentan nach den neuesten Prognosen, dass wir hier großflächig im Süden Bodenfrost oder Frost erwarten können. Also die Temperaturen, die sinken auf um die 0 Grad und je nach Region und Höhe gibt es dann eben auch Frost. Dann ist das Schlimmste von der Kälte, von diesem Kälteintermezzo, aber auch überstanden. In der nächsten Woche geht es mit den Temperaturen wieder deutlich bergauf und zum Ende der Woche, dann kratzen wir schon wieder an der 20-Grad-Marke. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.